Hallihallo und willkommen zu einer neuen Folge von Mafia 3. Sunny ist wieder drüben bei Robert O. Drückt sich in letzter Zeit ganz besonders blumig aus. Der Schlachter war wohl nicht gerade begeistert, dass Sunnys schmierige Geldgeschäfte gestört worden sind. Genau, und die Kacke ist echt am Dampfen. Sunny ist entschlossen, alles wieder ins Lot zu bringen. Dass seine Leute mehr Schiss vor ihm haben als vor dir. Wir werden sehen. Bleib undercover, bis es vorbei ist, okay? Sonny ist wohl etwas angepisst über so einen farbigen Kerl, der seine Geschäfte stört. Ist sogar den ganzen Weg runter zur Fleischfabrik, um auf ihn zu warten. Ich brauche Nachschub in Point Verdun. Ich mache mich schon auf den Weg zu dir. Hallöchen. Hast du... Wir brauchen fahrbaren Untersatz. Und Burke sagt, du bist da die beste Adresse. Nun, in dieser Hinsicht ist das... Sag mir mal, was du hast. Die Munition ist voll. Lincoln-Verbesserung. Okay. Schutzsichere Weste. Hast du was vor? Schick mal jemanden nach Point Verdun, der mir ein bisschen Bares einzureiben. Klar doch, Chef. Das ist eine große Hilfe. Dein Geld ist bei mir Pass immer gut drauf am sichersten, Chef. Bin unterwegs. Melde dich, wenn du mich brauchst. So, Abmarsch. Gehen wir mal ein paar böse Buben aufmischen. Da stehen welche. Der Witz ist, hab vor ein paar Tagen mit Greco gequatscht. Der Vollidiot hat's nicht kommen sehen. Und deswegen ist das der perfekte Auftrag hier. Wenig Stress, anständige Kohle. Willst du denn nicht was Besseres? Ich meine, Greco ist... war ein Versager. Oben ist der also, okay. Jetzt noch einen Weg nach oben finden. Hinten läuft einer. Wachposten. Er pfeift wo? Habt ihr das gehört, ja?
Kann vielleicht hier durchgehen? Fest! Mann, ich versuche den Kopf einzuziehen. Ich hätte herkommen sollen. Ich stecke. Diese Jungs waren Luschen. Probier's mal mit mir, Großer. Hast du den Verstand verloren? Willst du eine Zugabe? Er nagelt mich hier. Leck mich. Weißt du, was der Schlachter mir antun wird? Hättet euch besser nicht mit Irish Point angelegt. Gesichert. Der Schlachthof ist sauber. Schick deine Leute. Hey, kümmert euch nicht um die Leichen. Meine Jungs wissen, was sie damit machen müssen. Alles vorbereitet. Der Schlachter ist unterwegs. Zeit, den tollwütigen Hund zu erschießen. Hat es Mr. Clay geschafft, dass Thomas Burke, Vito Scaletta und diese Frau namens Cassandra zusammenarbeiteten? Er hat alle eingeladen. Zu einem Treffen in einem alten Plantagenhaus unten im Bayou. Als dann alle versammelt waren, erklärte er ihnen, wie er Marcano zur Strecke bringen will. Lincoln kann sehr überzeugend sein. Jetzt ist unsere Aufgabe, erledige den Schlachter. Ich habe Horrorgeschichten gehört, was in diesen Räumen passiert ist. Jetzt schreiben wir selbst welche. Ja, wie viel Munition haben wir denn noch? Das sollte reichen. Sollte reichen. Was soll das denn werden? Ich werde gleich Besuch kriegen. Jeden Augenblick taucht Barbieri hier auf. Was, Barbieri hier? Hat er gesagt und normalerweise quatscht er nicht rum. Wir haben eben telefoniert und ich habe ihm gesagt, ich erwarte ihn hier, um die Sache zu klären. Verfickte Scheiße, Burke. Du kündigst doch dem Feind den Hinterhalt nicht schon an, bevor er... Großer Gott, wenn du alles immer so ernst nimmst, wo bleibt der Spaß? Echt jetzt, was soll schon passieren? Dass wir alle draufgehen. Hey, das könnte sein. Ganz ruhig. Ist nur nicht. Der Schlachter und seine Jungs sind hinter mir her. Sicher? Wenn's einen Vorteil hat, deine Scheißtochter zu sein, dann den, dass ich weiß, wie eine blutrünstige Horde Ithaka aussieht. Ich lock sie mit dem Scheinwerfer beim Wasserturm an. Ich habe im Hof ein paar Fässer verteilt. Mit einer speziellen Spritmischung drin. Eine Kugel und die explodieren. Darum halt lieber ein bisschen Abstand. Ich nehme die Ithaka vom Kran aus ins Visier. Und du? Verziehst dich aufs Dach. Oh, 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 oh.
Nur Ärger. Und noch was. Wenn du abhaust, niete ich dich persönlich um. Ist das klar? Na dann bis nach der Vorstellung. Hoffen wir es. Alles in Ordnung, Kleine? Wie bitte? Mein Papst fragt, wie es mir geht? Womit habe ich denn plötzlich so viel Fürsorglichkeit verdient? Scheiße, ein einfaches Ja oder Nein hätte gereicht. Links, sie sind fast bei dir. Deine Nigger von Berg geht mir am Arsch vorbei. Ich will diesen Ihren haben. Kapiert? Den reiß ich so den Arsch auf, dass er sein Leben lang nicht vergisst. Bringt mir diesen Schwanzlutscher und zwar lebend. Ich will nicht sterben. Ich verpiss dich. Verdammt. Nein. Elektra, er schießt ihn! So, ja. Scheiße. Die Waffe brauche ich. Hab was gefunden. Schickes. Eine Leiche mehr auf seinem Konto. Ja, und Feuer. Das nenne ich mal Action. Hättest ein paar Kugeln aufheben sollen. Ein Team aus einem Ehren und einem Nigger. Verdammte Scheiße. Hätte nie gedacht, dass ich das noch erleben muss. Was soll ich sagen? Die Welt dreht sich weiter. Der lebt ja immer noch.
Sieh an, du bist ja immer noch du Arschloch. Selber Arschloch. Reiß dein Maul ruhig auf. Lang hast du ja nicht mehr. Was denkst du, was wird als nächstes? Du kratzt ab direkt neben mir. Du und dein ganzer Scheißladen. In der Hölle kannst du mir den Schwanz lutschen. Alles okay. Nimm seine Beine. Wir müssen ihn in die Garage bringen. Fette Sau. Wir konnten nie exakt rekonstruieren, was passiert war mit Barbieri. Vor allem, weil sein Leichnam erst Mitte der 80er gefunden wurde. Ein Armeekorps war zufällig damit beschäftigt, Teile des Mississippi auszubaggern. Und da fand man seine Leiche im Kofferraum eines alten Autos. Seine beiden Beine waren so oft gebrochen worden, dass kaum noch ein Knochen übrig war. So, treff Burke bei der Brennerei. Okay, machen wir. Warum steigt der mitten auf der Straße aus? Was stimmt denn mit dem nicht? Bist du mich so rein? Anscheinend wohl nicht. Gut, dann gehen wir da vorne hin. Tropfen zu trinken. Naja, vielleicht mal ein Tröpfchen ab und zu. Können sich die Nachbarn über mir nicht erinnern? Der Bursche da eine Waffe für mich kaufen. Er ist wohl wieder sein bester Kunde. Since the lonely are sleeping, go sleep though with them. Bist du schon fertig mit Barbieri? Barbieri? Nein. Bei weitem noch nicht. Bis der krepiert. Das dauert. Was dich angeht. Du bist aufgetaucht, wie Lazarus, persönlich. Mein erster Gedanke war, dieser schwarze Bastard ist entweder der glücklichste Hurensohn, den ich je in meinem Leben gesehen habe, oder einer von denen, die eine magische Anziehungskraft auf Pech ausüben. Ich war mir verdammt sicher, es wäre letzteres.
Ich muss zugeben, ich habe mich getäuscht. Dann könntest du ja jetzt anfangen, mich bei meinem richtigen Namen zu nennen. Okay. Dann nenne ich dich jetzt Lincoln. Das ist lustig. Wir verlieren etwas und reden uns ein, wir müssen die Qualen, die wir erlitten haben, nur an andere weitergeben. Dann vergeht der Schmerz, der sich in uns aufgetürmt hat. Tut er aber nicht, oder? Nein. Tut er nicht. Ich habe mein ganzes beschissenes Leben immer nur gekämpft. Gegen jeden, der daherkam. Auch wenn er mir helfen wollte. Und wohin hat mich das gebracht? Es hat keinen Sinn, daran was zu ändern. Es muss weitergehen. Jetzt, wo du in Irish Point wieder am Start bist, dich bitten, so viel Kohle wie möglich ranzuschaffen. Diese Marcano-Sache wird nicht billig. Das heißt ja wohl, dass du dann auch einen Teil der Einnahmen willst. So sieht's aus. Kann ich gerade behaupten, dass ich zu denen gehöre, die gern teilen. Aber Geschäft ist Geschäft. Nicky soll sich um den Schnaps kümmern, wenn eine Lieferung kommt, aber das Zeug liefert sich nicht von allein. Du ahnst ja gar nicht, wie viel Schnaps das ist. Geh und red mit ihr. Sie müsste hier sein, wenn sie nicht gerade auf Wachteljagd ist. Ist doch gar nicht Saison. Darum schert die sich doch einen Dreck. Naja. Oh, Scheiße. Entschuldige mich bitte. Ich gehe mal wieder zu Mr. Barbieri. Ich lasse ihn ungern so lang allein. Den Guten. Wenn du den besten Schwarzgebrannten suchst, hier findest du ihn.